Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade hier in Deutschland ist die Lohnlücke im europäischen Vergleich besonders eklatant. Der deutsche Niedriglohnsektor beruht zu wesentlichen Teilen auf Lohndiskriminierung gegenüber Frauen. Dass Frauen in Deutschland durchschnittlich 21% weniger Lohn beziehen als Männer, ist solide nachgewiesen, und der Equal Pay Day verbildlicht diese Zahl. Wir haben das Jahr 2018. Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit müsste selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Wir brauchen einen Auskunftsanspruch unabhängig von der Größe des Betriebs. Wir brauchen die Einführung von Geldbußen, um Fälle von Entgeltdiskriminierung wirksam zu ahnden. Die Einführung eines Verbandsklagerechts, damit Betroffene effektiven Rechtsschutz bekommen. In diesem Sinne wollen wir auch die Antidiskriminierungsstellen, Betriebs- und Personalräte, die Frauenbeauftragten und Gewerkschaften stärken, um endlich voranzukommen. Meine Damen und Herren, ich sage es zum Abschluss noch einmal, die 21% Lohnunterschied müssen verschwinden. In diesem Sinne unterstützen ich und meine Fraktion alle Frauen und Männer, die sich jetzt gerade vor dem Brandenburger Tor versammeln und dafür eintreten, dass diese Zahl zum Schmelzen gebracht wird. Vielen Dank. Nachzutragen ist zur laufenden Debatte noch ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen zum gleichen Thema: Entgeltdiskriminierung verhindern. Jetzt am Pult Leni Breymeier für die SPD-Fraktion. Und für mich ist einer der wichtigsten Paragraphen, einer, der schon weit über 100 Jahre alt war und den wir 1977 geändert haben, der aber heute noch so viel Auswirkungen auf unseren Alltag hat, dass ich ihn mal zitieren will. Das ist der alte Paragraph 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der so begann: Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Und mit dieser Bestimmung wurde zementiert, was wir seit 40 Jahren aufzubrechen versuchen, nämlich dass die Frau Zuverdienerin ist, dass das Haupteinkommen vom Mann kommt. Und es ist so, dass in Frauenberufen weniger verdient wird als in Männerberufen. Und es wird in Frauenbranchen weniger bezahlt als in Männerbranchen. Und am Ende geht es auch darum, die bezahlte und die unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen gleich zu verteilen. Mein Schlusssatz ist, wir müssen auch die Männer vom Charme der Spülmaschine überzeugen. Vielen Dank. Leni Breymeier für die SPD-Fraktion. Ulle Schaufs dazu. Seit Jahren liegt der Gender Pay Gap unverändert über 20%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen fordern in unserem Antrag effektive, zielgerichtete Instrumente und einen Auskunftsanspruch auch in kleineren Unternehmen. Es kann nicht sein, dass die Entgeltlücke klein geredet wird, wie das immer wieder passiert, oder dass der Gender Pay Gap verharmlost wird. Sie ist auch Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg. Das sei noch nachzutragen. Und in dieser Debatte über Lohndiskriminierung von Frauen jetzt Thomas Ehrhorn für die AfD-Fraktion, war mal Vizevorsitzender der AfD in Niedersachsen, wo zurzeit ein Notvorstand regiert und im April ein neuer Vorstand gewählt werden muss, nach ziemlich vielen Streitereien internen. Roland Koch hat einmal gesagt, mit Statistiken und Politikern verhält es sich so wie mit einem Betrunkenen und einer Laterne. Sie dienen in erster Linie der Aufrechterhaltung des eigenen Standpunktes und weniger der Erleuchtung. Und eine solche Statistik geistert nun seit ungefähr 10 Jahren durch die Medien. Die absurde Behauptung, Frauen würden angeblich bei gleicher Arbeit und gleicher Leistung 21% weniger Lohn erhalten. Und man kann nun solche Zahlen wie in der Waschmittelwerbung stereotyp immer und immer und immer wiederholen. Und das mag auch dazu führen, dass man einige schlichte Gemüter findet, die dann damit losziehen und am nächsten Stammtisch behaupten, das wäre so. Aber richtiger werden diese Zahlen dadurch nicht. Denn selbst unter linken Hardcore-Ideologen hat sich doch inzwischen herumgesprochen, meine Damen und Herren, dass man diese Statistik um diverse Faktoren bereinigen muss. Und so lassen sich allein 3/4 dieses sogenannten Gender Pay Gaps durch strukturelle Unterschiede erklären. Nämlich dadurch, dass Frauen und Männer nun einmal in der Regel andere Berufe bevorzugt für sich auswählen. Und da müssen Sie sich nur mal die Mühe machen,
Gehen Sie mal in eine Universität, setzen Sie sich mal in eine Vorlesung in einem sogenannten MINT-Fach und gucken Sie mal, wie viele Frauen da drin sitzen. Und es ist doch auch nicht so, meine Damen und Herren, dass da am Eingang zum Vorlesungssaal irgendein gruseliger Türsteher stehen würde, der, sobald sich eine Studentin zeigt, sagt, du kommst hier nicht rein. Das ist doch Unsinn. Und natürlich verdienen am Ende des Tages Ingenieure und Chemiker besser als eine Sozialwissenschaftlerin. Wir leben aber im Land der freien Berufswahl, falls Sie das noch nicht gemerkt haben. In diesem Land kann jeder Ingenieur werden, auch Frauen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege. Nein, im Moment nicht. Und erzählen Sie mir jetzt bitte nicht, das Problem wäre, dass man den armen kleinen Mädchen zu Weihnachten zu viele Puppen und zu wenige Bauklötze geschenkt hätte. Denn diesen Unsinn können Sie nun wirklich nur noch Leuten erzählen, die sich ansonsten die Schuhe mit der Kneifzange zubinden, meine Damen und Herren. Ist jedenfalls die Statistik um diese Faktoren bereinigt, dann bleiben von dieser sagenumwobenen Lohnlücke erst einmal ganze 6% über. Lässt man dann weitere Faktoren in die Statistik einfließen, wie Bildungsstand, Dauer der Betriebszugehörigkeit, familienbedingte Auszeiten und den Umstand, dass Frauen einfach nun mal öfter in Teilzeit arbeiten, dann bleiben, so wie es übrigens das Institut der deutschen Wirtschaft natürlich gemacht hat, dann bleiben von dieser Gehaltslücke weniger als 2%. Weniger als 2% über. So. Und dann frage ich Sie, wovon reden wir hier eigentlich? Und so schlimm kann es ja auch nicht sein mit der Chancenungleichheit der Frau in einem Land, in dem es möglich ist, mit einem abgebrochenen Theologiestudium in den Deutschen Bundestag zu gelangen und dann 9.500 Euro zu verdienen. Nein, meine Damen und Herren, letzten Endes geht es doch hier um etwas ganz anderes. Es geht um eine Neuauflage der verstaubten und ewig gestrigen Ideen des marxistisch-leninistischen Weltbildes, wonach es eine Hauptaufgabe ist, die Frau in die Produktionsarbeit einzubeziehen, um schließlich die Familie als Keimzelle der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu überwinden. Das ist doch das, was in Ihren Köpfen herumspukt. Aber so viel muss man den 68ern ja lassen. Ihre Ziele setzen Sie um. Nach der Vereinnahmung der Medien hat man den Frauen erfolgreich eingeredet, dass es hoffnungslos rückwärtsgewandt sei, Kinder nicht nur zu erzeugen, sondern sie am Ende auch noch zu erziehen. Wie furchtbar! Nach der Vereinnahmung der Medien genau hat man das den Frauen eingeredet. Und nun durch eine Abgabenquote von 52% haben wir die Frauen so wie geplant in die Lohnabhängigkeit hineingedrängt, nebenbei den Grundstein für eine Verstaatlichung der Kindererziehung gelegt oder, wie Herr Scholz es ausdrücken würde, die Lufthoheit über den Kinderbetten erobert. Also keinen Fehler gemacht auf dem Weg zum totalen Irrtum. Und nun kommen die von der AfD und thematisieren das. Ja, wir tun das, weil wir wissen, dass, wenn Linke von Gleichberechtigung reden, sie in Wirklichkeit Klassenkampf meinen, auf dem Weg in ein sozialistisches Europa, meine Damen und Herren. Und immer mehr Menschen verstehen das. Ja, das ist frustrierend. Das kann ich mir vorstellen. Wissen Sie, von Linken und Grünen, von denen, die brüllen, Deutschland verrecke, von denen habe ich noch nie etwas anderes erwartet. Dass aber eine konservative Partei wie die CDU unter der Führung einer in der FDJ sozialisierten Kanzlerin nicht mehr willens oder nicht mehr in der Lage ist, solche Zusammenhänge zu verstehen, das ist in der Tat ein Armutszeugnis. Thomas Ehrhorn aus der AfD-Fraktion war Pilot und Fluglehrer, bevor er in den Bundestag kam.